So, nicht verwundert sein, nicht erschrocken sein. Wir haben den Bunker nach wie vor immer noch besetzt. Ich bin bloß mal kurz heraus, um frische Luft zu schnappen. Eigentlich wollte ich heute, wie ich ja schon angekündigt habe, jetzt meinen Film machen, aber jetzt wollte ich doch noch eine Sache zum Besten geben. Die nächste Ressource kurz. Es geht um eigentlich eine furchtbar wichtige Sache, die mir eher am Herzen liegt und die diesmal auch ganz unaufgeregt und sachlich mal schön auf den Punkt gebracht werden sollte. Das ist vielleicht dann einfach, manche Leute, die wissen das vielleicht sowieso schon und denen erzähle ich da gar nichts Neues. Ich wollte jetzt einfach mal, dass wir alle auf dem gleichen Stand sind, das nächste Thema anschneiden. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Im Bunker. Heute geht es wieder um eine neue Ressource, unsere zweite Ressource diesmal. Diese Ressource heißt Nahrung. Jetzt könnte man natürlich sagen, gut, was hat jetzt irgendwie Nahrung mit Krieg zu tun? Was hat jetzt Nahrung mit unserer Besatzung hier zu tun? Was will der Kerl uns jetzt erzählen? Und ich will einfach mal ein kleines bisschen Grundwissen vermitteln, damit man überhaupt eine Grundlage hat zu diskutieren. Und zwar will ich heute ein paar Begrifflichkeiten erklären und natürlich auch vielleicht versuchen, den großen Bogen zu spannen, was das denn mit unserer Besetzung zu tun hat. So, als allererstes wäre mal gesagt, es gibt zwei verschiedene Arten und Weisen der Landwirtschaft. Im Großen und Ganzen gibt es zwei verschiedene große Lager der Landwirtschaft und ich will heute den Begriff Bio klären. Was heißt denn Bio genau? Was ist Bio? Und was ist nicht Bio? Hört sich ganz einfach mal an. Vielleicht wissen es auch schon viele von euch. Das erste Lager, das wäre die sogenannte konventionelle oder industrielle Landwirtschaft oder die Agroindustrie. Drei verschiedene Begriffe für eigentlich ein und dasselbe. Das bedeutet alles, was kein Bio ist. Bio gibt es verschiedene Abstufungen von Bio, könnte man sagen, vielleicht mehr oder weniger Bio. Es gibt verschiedene Arten, Bio zu betreiben, aber sie haben im Großen und Ganzen eigentlich alle etwas gemeinsam. Früher hat man eigentlich immer Bio angebaut und da will ich jetzt diesen Begriff etwas klären. Und zwar, es gibt, würde ich mal sagen, dass der kleinste gemeinsame Nenner, den wir vielleicht hier in Europa finden können, das EG-Bio-Siegel, das ist dieses Symbol hier, das kennt ihr, und das ist quasi, sage ich mal, die schwächste Form, der kleinste gemeinsame Nenner der agrarökologischen Landwirtschaft. Wir sagen da Bio dazu. Öko, Bio, das ist so ziemlich dasselbe, meint eigentlich dasselbe. Dieser EU-Bio-Stempel sagt Folgendes aus, das heißt, ich verwende an meinem Produkt keine chemischen Dünger,
Ich verwende keine chemischen Spritzmittel, das heißt Herbizide, Fungizide, Insektizide und ich verwende keine gentechnisch veränderten Pflanzen. Also die drei Dinge müssen auf jeden Fall schon mal gewährleistet sein, um etwas in irgendeiner Form Bio nennen zu können. Wie läuft es ab mit diesem Bio-Siegel? Das heißt dann quasi, dass ich als Landwirt sage, ich möchte gern Bio anbauen. Dann muss ich das zertifizieren lassen. Das heißt, ich bezahle dann quasi Kontrolleure, die stichprobenartig meine Sachen darauf kontrollieren, ob ich mich an diese Richtlinien halte. Das heißt, ich als Landwirt gehe quasi freiwillig diese Verpflichtung ein, mich kontrollieren zu lassen, um quasi dem Kunden zu gewährleisten oder um ihm quasi beweisen zu können, dass ich diese Richtlinien einhalte. In Deutschland gibt es dieses Bio-Siegel, da gibt es dann bei uns verschiedene Verbände, da gibt es zum Beispiel Bioland ist sehr bekannt, Naturland, aber vielleicht auch ein bisschen unbekanntere wie jetzt Verbund Ökohöfe oder GER e.V. Da gibt es natürlich Unmengen andere verschiedene Siegel noch, die es in Deutschland gibt. Die haben alle dieses Mindestmaß an deutschen Bio-Richtlinien, die sie einhalten. Die variieren alle ein bisschen, aber sie sind auf jeden Fall alle schon sehr viel stärker als dieses EU-Bio-Siegel. Das heißt, ihr könnt euch da absolut sicher sein. Absolut ist natürlich weit gefasst. Es kann jeder natürlich probieren, da irgendwas zu machen. Ist aber natürlich ziemlich komisch, wenn jetzt jemand selber sich kontrollieren lässt und dann sich nicht an diese Richtlinien hält. Gibt es natürlich immer wieder Leute, die das versuchen, die mit dem Etikettenschwindel, mit den Mehrkosten, dazu will ich auch noch kommen, was das Bio dann kostet, versuchen da groß Profit draus zu schlagen, aber das sind natürlich immer ein paar Cent pro Lebensmittel und da könnt ihr euch natürlich schon denken, dass ein großer Konzern, wie jetzt zum Beispiel ein Aldi, Lidl, Netto, ich weiß nicht, bei wem dieser Skandal jetzt nochmal gewesen ist, wenn ich irgendein großer Discounter bin, aber auch Edeka-Ketten oder sonst irgendwas und ich habe meine eigenen Produkte und ich betreibe dann in diesem Rahmen einen Etikettenschwindel, wo es um Millionen von Gütern geht, dann kann ich da natürlich auch sehr viel Geld darüber generieren und es macht überhaupt einen Sinn, eurem Kleinbauern von nebenan jetzt zu unterstellen, er würde irgendwelchen Etikettenschwindel betreiben, weil ihr sagt, ja, die Bio-Leute, die spritzen ja auch alle, dann ist das natürlich Blödsinn. Der kleine Hof hat natürlich die übelsten Kontrollen dadurch, dass er sich beim Bio anmeldet und er hat nicht wirklich was davon. Seine ganze Existenz wäre zerstört, wenn rauskäme, dass er so einen Etikettenschwindel betreiben würde und wirklich lohnen tut sich für ihn eigentlich nicht. Lohnen würde sich dann natürlich für diese großen Ketten. Dann gibt es noch die ganz traditionelle Landwirtschaft, wie man sie früher betrieben hat. In Deutschland gibt es da zum Beispiel das Demeter-Siegel. Es gibt natürlich Pendants in verschiedenen Teilen der Erde, die ein bisschen anders heißen, die aber im Endeffekt dasselbe meinen. Das wäre in Mittelamerika zum Beispiel die Milpa. In Japan gibt es das, in Afrika, da hat es immer andere Namen, meint aber eigentlich immer so was Ähnliches wie beim Demeter. Das heißt, im Großen und Ganzen ist der Unterschied, den Demeter nochmal zu Bio macht, der, dass bei Demeter die Landwirtschaft, also die Pflanzenwirtschaft und die Tierwirtschaft, das heißt Geflügel, Schweine, Milchkühe, Kühe, immer in einem gewissen Ausgleich sein müssen. Weil, wenn man Pflanzen anbaut, tun diese Pflanzen früher oder später immer den Boden auslaugen. Sie nehmen dem Boden etwas raus. Stickstoffe, Kohlenstoffe, sowas verbrauchen
andere Mineralien, sowas verbrauchen Pflanzen. Dann gibt es den Dung, den die Tiere wiederum von sich geben, die Gülle, den Mist. Und diese ganzen Geschichten, die sind sowas wie ein natürlicher Dünger. Das heißt, er wird nicht chemisch produziert, aber hat im Endeffekt den gleichen Effekt, dass er den Boden zum Beispiel mit Stickstoff anreichert. Wenn man jetzt in einer Schweinemast, die riesengroß ist, zu viel von diesen stickstoffhaltigen und kohlenstoffhaltigen Substanzen produziert und diese dann im Übermaß auf die Felder ausbringt, in die Natur gelangen lässt, ohne dass die wiederum von Pflanzen aufgenommen werden können, dann gelangt es in das Grundwasser und in stehende Gewässer, in fließende Gewässer und regen dort das Algenwachstum an und bringen Ökosysteme zum Kollabieren. Man meint natürlich, es ist schön, wenn die Natur dann auch ein bisschen von diesem Dünger kriegt. Faktisch wächst die sich dann tot. Das sind dann ganz primitive Pflanzen, die im Übermaß wuchern, alle Ressourcen aufbrauchen und dann selber an ihrem eigenen Wachstum zugrunde gehen und das ganze Ökosystem in Mitleidenschaft reißen. Deshalb sind bei Demeter jetzt zum Beispiel die Richtlinien noch viel strenger als bei Bio oder bei EG Bio. Und da wird dann darauf geachtet, dass immer ein Ausgleich zwischen Tier- und Pflanzenwirtschaft gewährleistet ist. Dass Demeter-Leute ihr eigenes Bio-Futtermittel ausbringen können, dass die Mais- und Brachflächen und so weiter im genügend für die Tiere haben, ohne die jetzt mit künstlichen Substanzen zufüttern zu müssen. Und dass gleichzeitig dieser Dung wieder ausgebracht werden kann auf große Ackerflächen, auf denen Pflanzen angebaut werden. Dazu haben wir das Gegenmodell der sogenannten konventionellen. Der Begriff konventionelle Landwirtschaft ist eigentlich schon sehr irreführend und auch so eine Art Neusprech von George Orwell. Das war so ein das gab einen berühmten Roman von George Orwell, das war ein Schriftsteller und eines seiner berühmtesten Werke heißt 1984. Der Mann hat sich vorgestellt, wie würde die Welt für ihn in der Zukunft im 1984 aussehen. Rate ich nur jedem mal dieses Buch zu lesen. Weil eigentlich ist die konventionelle Landwirtschaft gar nicht konventionell. Konventionell heißt ja normal oder so wie sonst. Hier ist der Fokus auf eine Produktion, eine massenhafte Produktion von Ware. Und hier gibt es diese ganzen Richtlinien nicht und deshalb macht man da genau das Gegenteil. Das Credo der konventionellen Landwirtschaft heißt, ich nehme alles mit, was geht. Ich probiere einfach, ich setze einfach alle Errungenschaften der modernen Technik ein. Sei es der Kunstdünger, das heißt synthetisierter Stickstoff, den man einbringt, der quasi nicht aus dem Naturkreislauf selber herkommt, nämlich auch von den Tieren, die mit Pflanzen gefüttert wurden, oder Gründüngung, das heißt, dass man Pflanzen wachsen lässt und diese nachher einfach unter die Erde beim Pflügen mit einbringt, als dass dann die Nährstoffe von diesen Pflanzen wieder durch der Zersetzung mit Würmern oder eben einfach direkt wieder von den Pflanzen aufgenommen werden können. Hier wird es nicht gemacht, hier werden komplett chemische Produkte wie Phosphor und Stickstoff eingebracht in den Boden. Hier sind alle Sorten von Pflanzenschutzmittel erlaubt. Das heißt natürlich Insektizide und Fungizide. Hauptsächlich, was auch am meisten im Gespräch ist momentan, ist das ein Totalherbizid. Dieses wird wiederum in Verwendung mit gentechnisch veränderten Pflanzen benutzt,